Hier kommt Pfeifenberger zu spät. Guten Abend und herzlich willkommen beim Sport. Wir zeigen Ihnen jetzt Fußball und dann am Ende der Sendung in Form von Schlagzeilen die wichtigen Entscheidungen dieses Tages. Immerhin stehen drei Weltmeisterschaften und eine Europameisterschaft auf dem Programm. Über der 7. Runde der Fußball-Bundesliga, da standen einige Fragezeichen. Wie hat Rapid den Ausflug nach Barcelona verkraftet? Gelingt es Sturm gegen die Austria die Erfolgsserie in der Kurm fortzusetzen? Kann Tirol die bisher magere Auswärtsbilanz gerade in Krems aufpolieren und gewinnt Admira Wacker wieder oder setzt Salzburg den Sturm an die Tabellenspitze fort? All diese Fragen werden wir in den Beiträgen, die wir vorbereitet haben, beantworten. Den Anfang machen wir im Hanapi-Stadion. Rapid, der Tabellenführer gegen FC Stahl Linz. Rapid mit einer langen Verletztenliste und Heuger musste als Libero einspringen. Haben die spanischen Nächte beim Juan Campa-Turnier in Barcelona zu viel an Substanz gekostet? Diese Frage hat sich wohl ein Großteil der Rapid-Anhänger vor dem Spiel gestellt. Erste Möglichkeit für Rapid, Fjartov. Drei Spiele innerhalb von 5 Tagen ist eine Belastung, die so krank wie aber keine Ausrede sein dürfte. Ein Problem für Rapid ist sicherlich die zuletzt nicht zufriedenstellende Chancenauswertung. Schuss von Beuger. Bei Rapid fehlt Petzl, Schöttl, Kienast und Weber. Mitlitzki und Fjatov rutscht ganz knapp daneben. Ab der 28. Minute setzt strömender Regen ein. Gaga zuvor, jetzt wieder am Ball. Herzog, noch immer Herzog, setzt sich hier durch und knapp vorbei. Eckball für Rapid, trotz des Regens bleiben die Rapid-Anhänger auf der Stehplatztribüne. Abwehr von Lindenberger. Jovanovic, ein guter Weitschuss. Jovanovic, 17 Jahre, ein unter 21 Spieler von Rapid im Frühjahr, wurde erstmals in der Meisterschaft gegen Steyr in der Kampfmannschaft eingesetzt. Resch für Medlitzki und Pfeifenberger kommt hier zu spät. Rapid vergibt zahlreiche gute Torchancen, bestimmt das Spielgeschehen. Ivsic, Imrekov versucht es mit einem Weitschuss, ein gutes Konzept bei dem jetzt kitschigen Boden. An ein schlechtes Abspiel von Beuger. Metzler gespielt für Rheinmeier, wieder Metzler. Und Hatz kann hier noch klären. Hans Kranke wirkt beunruhigt, kommt zusehends öfter zur Linie. Einwurf für Stahl Linz, Metzler, knaller Tor. Aber Schiedsrichter Holzmann gibt das Tor nicht. In der Wiederholung, Metzler, er war zuvor außerhalb des Spielfeldes, hat sich bei Schiedsrichter Holzmann nicht zurückgemeldet. Und daher hat der Schiedsrichter den Treffer nicht anerkannt. Pausenstand im Hanapi-Stadion 0:0. Beide Mannschaften nach der Pause unverändert. Imrekov, die Mannschaft von Stahl Linz, sehr kompakt, sehr kampfstark. Metzler bringt den Ball noch zur Mitte. Reiter, Fehler von Reiter, Brauneder und 1:0 für Stahl Linz in der 51. Minute. Reiter will hier einen Corner verhindern, ein Routinefehler, der wird ihm sicherlich in seiner Karriere nicht mehr passieren. Und der Routinier Brauneder lässt sich diese Möglichkeit zum Führungstreffer für Stahl Linz natürlich nicht entgehen. Herzog von Ivsic gefault. Schiedsrichter Holzmann trennt die Streithähne. Kurzes Abspiel, Herzog.
Unterhalb von Potzniakow, ja, da bekommt Herzog einiges ab. Dafür erhält der Libero von Stalins die gelbe Karte. Freistoß für Rapid, Medlitski, Pfeifenberger verlängert für Fjatov und Lindenberger mit einer großartigen Parade. Trainer Hans Krankl tauscht dann, er bringt Grissler anstelle von Reiter ins Spiel. Wieder Freistoß für Rapid, Herzog und ein guter Kopfball von Fjatov. Gaga hat heute nicht seinen besten Tag. Rapid kämpft, Grissler jetzt und er verzieht. Zusammengefasst kann man sagen, eine erfolgreiche Woche für Rapid war es jedenfalls nicht. In Barcelona zweimal verloren, in der Meisterschaft die erste Niederlage. Aber es gibt auch Positives, finanzieller Gewinn beim Gamper-Turnier. Andi Herzog wurde in Spanien präsentiert und Hans Krankl konnte seine alten Fans besuchen. Rapid hat gekämpft, versucht sich gegen die Niederlage aufzubäumen, verliert aber gegen Stalins 0:1 und hier hat noch Schneider die Chance aufs 0:2 vergeben. Schiedsrichter Holzmann hat bei einer Aktion, bei der Sie beteiligt waren, ein Tor vom Knaller nicht gegeben. Wie war die Situation? Wie haben Sie das gesehen? Schiedsrichter Holzmann hat gesagt, Sie wären außerhalb des Spielfeldes gewesen. Ist richtig, ich war außerhalb des Spielfeldes, habe dann beim Einwurf zum Linienrichter geschaut. Der hat mir gedeutet, ich soll hereinkommen. Ich gehe herein, bekomme den Ball zugeworfen von meinem Mitspieler, passt zur Mitte, Tor, die Fahne geht hoch. Kein Tor, also okay, das ist die Meinung des Schiedsrichters und des Linienrichters, müssen wir akzeptieren, aber es hat trotzdem nichts geholfen. Wir haben trotzdem 1:0 gewonnen und das, glaube ich, genügt. Hans Krankl, viele vergebene Torchancen in der ersten Halbzeit und dann vor allem Routinemangel in der Abwehr. Waren das die Faktoren, die heute zu dieser 0:1 Niederlage geführt haben? Routinemangel war keiner in der Abwehr, denn der Jovanovic, der Jüngste mit 17 Jahren, hat zu den Besten gehört. Wir haben schon, so wie in Spanien, viele von Chancen vergeben in der ersten Hälfte und haben dann Stalins ein Tor geschenkt. Das war kein Abwehrfehler, das war ja bereits ein Geschenk an Stalins und die haben das Geschenk angenommen, haben dann 1:0 geführt, dann war es für uns natürlich schwerer. Daher muss man sagen, es war eine völlig unnötige Niederlage. Ja, und das war die erste des Rekordmeisters in der laufenden Saison. Und